willkommen, Katja. Ja, guten Morgen. Guten Morgen und vielen Dank. Ich setze mich mal nicht. Ja, schönen guten Morgen, schönen herzlichen Dank nochmal Lisa an dich und die Creative Mornings für die Einladung. Ich freue mich, dass ich euch ein bisschen von Olivers und meiner Arbeit zeigen kann. Ich habe mir jetzt sagen lassen, ihr werdet jetzt gleich ziemlich viele Bilder und Filme sehen und gar nicht so viel von mir. Ich habe mir sagen lassen, dass das nicht so eigentlich schade ist, aber ich will natürlich, dass ihr eigentlich die Bilder seht und die Arbeiten, die wir in Japan gemacht haben. Es geht dabei um die, ich muss das ja starten, ne? Genau, ich fange hier an mit einer Arbeit, die wir Mashup genannt haben. Oder das ist eigentlich die ursprüngliche Japanese Lesson. Und die Japanese Lesson ist ein umfangreiches Projekt, an dem Oliver und ich seit 2005 arbeiten. Und was mittlerweile neben diesem Mashup auch noch andere Arbeiten, andere Projekte beinhaltet. Seit 2005 reisen Oliver und ich regelmäßig nach Japan, unter anderem um dort künstlerisch-fotografisch zu arbeiten. Anfangs war es die Fotografie und Popkultur, die Subkultur, die uns nach Tokio und vor allem auch nach Osaka brachte. Oliver hat da zum Beispiel eine Arbeit gemacht, Character Thieves, die er in Düsseldorf schon begonnen hatte. Da ging es um Cosplay und Identität. Dann hat er Porträts gemacht für seine Serie J-Subs, für die wir viele Konzerte besucht haben. In Osaka ist das besonders schön, weil es halt sehr viele so kleine Livehouses, Clubs gibt, eine große Szene von Musikern, freien Künstlern und unabhängigen Bands und Musikbars. Ich habe mich damals interessiert vor allem für Fragen nach Öffentlichkeit, nach Privatem, nach Überwachung oder auch der Wahrhaftigkeit der Bilder, also so eine fotografie-immanente Frage, die ich dann zu der Serie Osaka Public, Osaka Private zusammengefasst habe. Später hat Oliver dann noch Landschaftsaufnahmen und Porträts für sein Projekt Imaginary Club gemacht und ich produzierte Sticker mit den Porträts eines weinenden Pop-Idols, Minami, und begab mich in einen Fotobattle mit dem japanischen Dichter und Fotografen Hengochi. Was uns immer besonders interessiert hat, war diese gegenseitige Beeinflussung der japanischen und der sogenannten westlichen Kultur und dieser geliebte Einfluss der amerikanischen Kultur nach dem Zweiten Weltkrieg, aber auch die Gleichzeitigkeit von japanischer Tradition und Moderne, die halt ja überall auch noch sichtbar ist oder gerade sichtbar ist. Dieses Mashup-Video, was wir hier gerade sehen, zeigt fast chronologisch seit 2005 verschiedene Bilder, Schnappschüsse, Eindrücke in den Großstädten, historische Fotografien, Malerei, künstlerische Fotografie von uns, aber auch Alltagsfotografie, Fotografien von Künstlern und japanischen und europäischen Fotografen, Bilder aus Animes, Mangas, Bilder von Design, von Architektur, Musik, Filmen, die uns inspiriert haben und die unseren sich immer weiterentwickelnden Kosmos der japanischen Kultur und Gesellschaft prägten. Als dann 2010, das ist jetzt fast genau 10 Jahre her, das Erdbeben, der Tsunami und die Nuklearkatastrophe in Fukushima Daiichi passierten, verschob sich unser Blick auf Japan noch ein weiteres Mal. Auch wenn sich schon, oder wir haben ja mit vielen japanischen Freunden vor Ort geredet, auch hier in Düsseldorf gibt es ja viele japanische Künstler, die hier leben. Und immer wenn wir mit ihnen darüber gesprochen haben, was uns interessiert, über die japanische und Sub- und Gegenkultur oder auch über die Orte gesprochen haben, die wir besucht haben, fiel immer der Begriff des Deep Japan. Also es ging immer darum, dass wir versucht haben, so ein Bewusstsein für Konflikte zu haben, für nicht sofort Sichtbares. Und wie gesagt, immer wenn wir davon berichteten, was wir erlebt hatten und wen wir trafen, gab es immer diesen Begriff des Deep Japan. Man sieht jetzt halt im zweiten Teil des Mashups immer mehr Motive von Zerstörung und Protest, historische Aufnahmen und Nachrichtenbilder, Porträts von Aktivistinnen, Google Street View Aufnahmen von bestimmten Stadtteilen, Aufnahmen des noch nicht ganz klar definierten Deep Japan. Also hier, das sind teilweise Zeitungsaufnahmen, aber auch halt Porträts, die wir gemacht haben, als wir bei Protesten in Tokio und Osaka dabei waren. Genau, weiter geht's. Das ist jetzt das Titel von dem Zine, was wir gemacht haben, das heißt Tokyo No Hate. Das funktioniert. Wir haben 2012 in einem Artikel der Taz
über verschiedene Aktivisten in Japan gelesen, über Aktivisten, die die Demonstrationen direkt nach der Reaktorkatastrophe im April 2011 oder ich glaube im März 2011 mit 15.000 Teilnehmern in Tokio organisiert hatten. Wir haben Narita Keske, den Inhaber des sogenannten Irregular Rhythm Asylum, eines sogenannten Activist Shop, und andere, auch viele Künstlerinnen und Künstler, kamen darin zu Wort. Und diese Leute wollten wir treffen. Das hatte uns interessiert, die haben wir kontaktiert. Und wir haben via Twitter mit der Antifa in Osaka und dem sogenannten Counter Racist Action Collective, CRAC, Kontakt aufgenommen. Die sind in Tokio. Und später wurden wir dann noch Aktivistinnen gegen die Olympischen Spiele vorgestellt. Wir trafen Studierende, die Demonstrationen gegen das sogenannte Secret Protection Law organisierten. Das war so ein Gesetz, was die Pressefreiheit eigentlich sehr einschränkt. Gender-Aktivistinnen und Japaner, die zum Beispiel Obdachlose und Migranten beraten. Künstlerinnen und Künstler, die NGOs führten oder betrieben. Die Bilder in diesem Zine mit dem Titel Tokyo No Hate entstanden zwischen 2012 und 2017, also es ist ein relativ langer Prozess, neben Fotografien aus der betroffenen Region Tohoku, das waren die Bilder, die man am Anfang sah, enthält es Porträts von Aktivisten und Freunden, Fotos von Protesten in Osaka und Tokio, Aufnahmen, die wir in den umstrittenen Yasukuni-Schrein gemacht haben, in dem immer noch Kriegsverbrechern gedacht wird, vor dem Verteidigungsministerium, aber auch Bilder in Yokosuka, dem großen amerikanischen Marinestützpunkt der Amerikaner. 2017 war das relativ präsent, weil es da ja den Konflikt zwischen den USA und Nordkorea gab. Und ich erinnere mich ganz gut, dass wir da in unserem Haus mit einem kleinen Garten, wo wir in Tokio gewohnt haben, ziemlich in der Nähe vom Verteidigungsministerium, immer so über unseren Köpfen so Hubschrauber sahen, die mit Raketen bestückt waren. Ich habe hier zwei Bilder, zwei historische Bilder, so als kurzen Rückblick, sage ich mal. Wir sehen hier rechts den Anarchisten Usugi Sakai, der 1923 hingerichtet wurde, und links ist seine Frau Noe Ito zu sehen. Wir arbeiten gerade damit so ein bisschen, weil die uns so eine Verbindung zwischen Tokio und Paris herstellen. Das jetzt zu berichten, würde jetzt so ein bisschen den Rahmen der Veranstaltung sprengen, aber ich wollte es doch mal berichten, dass das nochmal so eine andere Art ist, wie wir arbeiten. Wir haben halt Sticker gemacht von den beiden und haben die in politisch interessanten Orten in Japan und Paris hinterlassen oder auch hier als Installation in dem Fenster von unserem Studio, wo wir in Osaka 2019, glaube ich, gewohnt haben, in Konohana. Eine Freundin von uns, die Künstlerin Kagita Izumi, die auch Gender- und Antirassismus-Aktivistin ist in Kyoto, also in der Kansai-Area um Osaka, hat uns oft zu Demonstrationen in Osaka mitgenommen. Und hier sehen wir ein Viertel von der Videoarbeit, die wir gemacht haben. Wir sehen halt eine ziemlich geordnete Demonstration, sage ich mal. Auf der linken Seite sind so rechte nationalistische Demonstranten zu sehen, auf der rechten Seite die Gegendemonstranten und die Polizei so als Ordnungssystem in der Mitte. Es hatte uns damals so ein bisschen überrascht, dass die so nah aufeinandertreffen, weil in Deutschland bei Demonstrationen wird ja eigentlich mal versucht, so die Nazis und die Gegendemonstranten möglichst weit entfernt durch die Stadt zu leiten. Megafone übrigens. Sieht man hier auch ganz gut, gern genutzt überall in Asien, augenscheinlich auch auf beiden Seiten der Demonstranten. Der Ablauf einer rassistischen Demonstration beginnt in der Regel mit einer Kundgebung in einem Park, also ein Ort, der irgendwie relevant und historisch vielleicht wichtig ist. Einem Demonstrationszug durch die Innenstadt, hier sehen wir Mido Sushi, das ist eine teure Einkaufsstraße in Osaka. Und das Ziel ist dann vielleicht die südkoreanische Botschaft, ein Geschäft, was von Chinesen oder Koreanern betrieben wird. Da gibt es dann nochmal eine lautstarke Aktion. Und die Gegendemonstranten haben sich jetzt seit einigen Jahren angewöhnt, auch so Infomaterial auf Englisch, also Zettel auf Englisch zu verteilen, sodass dann Gäste und Touristen auf jeden Fall informiert werden, was die hier sehen. Es wird nicht der Verkehr angehalten, man muss sich als Demonstrant an die Verkehrsregeln halten. Und es gab einen Demonstranten,
der eben kurz auch durchs Bild lief, der hat uns einige Tage dann später mit zum Osaka Immigration Center genommen, in dem Migranten, die teilweise schon seit Jahren in Japan leben, eingesperrt sind und auf ihre Visums- und Aufenthaltsstatus warten. Das war dann wiederum eine neue Geschichte, die wir da kennengelernt haben und wo wir jetzt gerade recherchieren und dran arbeiten. Der Begriff Hate Speech übrigens ist uns 2012 zum ersten Mal in Japan begegnet. Das finde ich dann immer ganz interessant, was man so aus Japan dann lernt, bevor es dann doch auch hier besprochen wird. Bei unserem allerersten Besuch in Japan 2005 waren wir in Minowa, das ist im Nordosten von Tokio, in einem billigen Hostel untergekommen. Und uns fielen damals direkt in so einer Shotengai, oder also in so einer überdachten Shoppingstraße, Obdachlose auf, die sich gerade ihre Unterkünfte bereiteten, um dann in dieser Straße zu übernachten. Das war relativ überraschend. Damit hatten wir eigentlich in Japan nicht gerechnet, dass man so Obdachlosigkeit so klar sieht. Später verstanden wir, dass es sich bei Minowa und dem angrenzenden Sanya, das ist das, was wir jetzt hier in diesem Buch sehen, was wir durchblättern, das ist der Stadtteil auf der linken Seite, dass sich bei diesen Stadtteilen, die eine hohe Anzahl von Obdachlosen und Tagelöhnern beherbergen und mit Stigmatisierung und Diskriminierung konfrontiert sind. Zudem befinden sich in diesen und ähnlichen Stadtteilen oft auch Büros und Yoseba der Yakuza, die den Tagelöhnern billige Jobs vermitteln. Das ist jetzt auch nicht nur ein Phänomen, das es in Tokio gibt. Es gibt halt in den meisten japanischen Großstädten ähnliche, vergleichbare Stadtteile. Es gibt Kamagasaki und Nishinari in Osaka. Das hatten wir eben schon bei diesem Mashup gesehen, auf diesen Google Street View Bildern. Dann gibt es noch Ikuno in Osaka, wo ein großer koreanischer Bevölkerungsteil lebt. Oder Kotobukicho in Yokohama. Jeder dieser Stadtteile hat eine eigene Geschichte. Nach Ikuno zum Beispiel kamen nach dem Ersten Weltkrieg viele Koreaner. In Osaka gibt es eine große Zahl von koreanischstämmigen Japanern, die zum großen Teil als Zwangsarbeiter oder sogenannte Trostfrauen nach Japan geraten waren. In Kamagasaki in Osaka gibt es mit Tobita zudem eine der letzten sichtbaren Prostitutionen in Japan, einen Rotlichtbezirk mit kleinen Karaoke- und Snackbars. Und da in diesen Stadtteilen, auch hier jetzt in Sanya, aber auch in Kamagasaki werden mittlerweile diese Doja, diese Unterkünfte, billigen Unterkünfte, in denen die Obdachlosen leben, in so Backpacker-Hotels umgewandelt. Das heißt, man sieht da mittlerweile ziemlich viele Touristen aus Europa, aus Amerika oder auch aus Korea und China. Diese Stigmatisierung hat noch historische Gründe. Zur Edo-Zeit arbeiteten in diesen sogenannten Budaku Bestatter, Schlachter, Gerber oder Schuhmacher, also Arbeiter, die mit Blut und Tod zu tun hatten. Oft übrigens an Flüssen, das haben wir ja da eben gesehen. Die Flüsse oder das Wasser wurde ja gebraucht für die Arbeit. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das dazu führt, dass halt gar nicht in Japan gar nicht so viel so schicke Wohngebiete an Flüssen gibt, sondern man eigentlich ja diese Flüsse noch aus diesen Gründen meidet. Offiziell spielen diese Grenzen der ehemaligen Budaku keine Rolle mehr und sollten bei Entscheidungen nicht berücksichtigt werden. Aber für traditionell nationalistische Japaner oder auch nationalistische Konzerne spielt es oft schon noch eine Rolle, woher man kommt, welche Berufe die Eltern ausgeübt hatten, auch wenn es ums Heiraten und halt auch um die Jobvergabe geht. Dann gab es 2001 den sogenannten Google-Skandal. Google hatte so alte, schöne Landkarten aus Japan gefunden, so alte gezeichnete, und hatte das als Service über ihre Maps gelegt und hatte dadurch natürlich provoziert, dass man diese alten eingezeichneten Budaku-Bezirke dann nochmal sah. Das heißt, die wurden nochmal sichtbar. Es war ein Riesenskandal, weil man das ja eigentlich versucht, irgendwie entweder zu verschweigen oder zumindest das nicht mehr zu berücksichtigen. Wir sind 2017 auf den Grenzen all dieser Stadtteile gegangen und haben alle 50 bis 100 Meter ein Foto in Gehrichtung gemacht und hin und wieder auch mal nach links oder rechts in den Stadtteil geguckt. Das war immer an der Stelle, wo im Buch das Layout sich so ein bisschen verändert hat. Optisch unterscheiden sich die Gebäude und Gegenden rechts und links nicht voneinander. Die Grenzen wirken oft sehr willkürlich und unverständlich. Und Fragen, die uns bei diesen Walks beschäftigen, waren nach Identität und Zugehörigkeit, nach dem In and Out einer Gesellschaft. Also gehöre ich dazu und woran wird das sichtbar vielleicht?
Ein paar Tage später nach diesem Walk sind wir dann nochmal mit einem befreundeten Fotografen nach Sanya gegangen und haben einen Tag lang bei der NGO Sanyukai gearbeitet, die seit 20 Jahren ehrenamtlich Obdachlose mit ärztlicher Hilfe, Suppenküchen und billigen Unterkünften versorgt. Der Bau des Sky Tree, das ist dieser Turm, den man da gerade rechts sah, ein hoher TV- und Aussichtsturm in Sumida, ist eine Art der offiziellen geplanten Gentrifizierung der japanischen Regierung und Stadtplanung. Rund um den Turm werden halt diese ganzen kleinen Gassen, die wir hier sehen, das ist jetzt Higashi-Sumida, die werden halt nach und nach abgerissen, die verschwinden und werden durch Wohnblocks, sogenannte Mansions und Shopping-Malls ersetzt. Das, was wir hier sehen, ist ein Künstlerbuch, was Oliver und ich zusammen gemacht haben. Das beinhaltet, ich glaube, 13 Kapitel, die schwarzen Seiten, die man so zwischendurch immer mal sah. Das sind noch so fehlende Bilder. Also wir hätten noch 3 Kapitel mehr machen können. Das hat uns aber irgendwie nicht so gut gefallen wegen der Proportionen des Buches. Das heißt, die Bilder sind jetzt übereinander geschichtet, irgendwie im Buch enthalten, aber natürlich nicht sichtbar. Und weil wir natürlich auch manchmal die Arbeiten in Ausstellungen zeigen und nicht nur in Künstlerbüchern, ist das hier zum Beispiel eine Ansicht, wie das in Hamburg letztes Jahr im Museum für Kunst und Gewerbe ausgestellt war. Also den Walk, der gerade im Buch zu sehen war, ist hier halt als Wandabwicklung zu sehen. Das Bild, was wir hier sehen, ist im Yashta-Park. Das ist ein Park, der jetzt wegen der Olympischen Spiele auf jeden Fall stark verändert worden sind. Also es gibt sogenannte politische Landschaften, die uns interessieren. Und es gibt natürlich auch in Tokio viele Gegenden, wo sich die Stadt wegen der Olympischen Spiele stark verändert. Es gibt halt so künstliche Inseln, die errichtet worden sind. Es gibt natürlich auch das Olympiastadion, was abgerissen und neu gebaut wurde. Und es gibt halt diesen Yashta-Park. Das ist eine Aufnahme von 2017. Das war ein schmaler öffentlicher Park in Shibuya, wo es Skateparks und so Fitnessgeräte gab, also ein sehr öffentlicher, freier Park. Und dort lebten außerdem Obdachlose in ihren aus Pappkartons und blauer Folie gebauten, eigentlich recht ordentlichen Unterkünften. Die Obdachlosen wurden 2016 vertrieben, der Park geschlossen und mit einem Zaun versehen. Also das ist so die Situation, die wir hier auf dem Foto sehen. Und ab 2018 wurde dann gebaut. Dies ist ein Foto, was wir 2019 gemacht haben, in dieser wahnsinnigen Konstruktion, die wir uns jetzt gar nicht erklären konnten, was das werden sollte. Aber man sieht das jetzt hier so ein bisschen auf so einer Google Street View Ansicht. Und es ist ja so, dass gestern eigentlich die Olympischen Spiele hätten eröffnet werden sollen. Und wir wären auch eigentlich sehr, sehr gerne da gewesen, um zu sehen, wie sich jetzt diese Orte weiterentwickelt haben. Wir haben 2 junge Fotografinnen in Tokio losgeschickt, also wir haben sogenannte Remote Photographer engagiert, denen wir Orte durchgegeben haben, wo sie hingehen sollen, die Perspektive vorgegeben, und die haben uns gestern Abend tatsächlich schon die ersten Fotos gezeigt, sodass wir jetzt für unsere künstlerische Arbeit, also für die Japanese Lesson, noch Fotos haben, die jetzt von anderen Leuten gemacht worden sind, nach unseren ferngesteuerten Anweisungen hier aus Düsseldorf. Ein anderes großes Ereignis, was uns halt immer interessiert, ist die Expo, also die Weltausstellung. 1970 fand die schon mal in Osaka statt. Hier sieht man so die Eröffnungszeremonie, glaube ich. Und die galt damals als visionär im Hinblick auf Architektur, Raumfahrt oder auch Musik. Also Fragen nach Zukunftsversprechen sind da ja oft mit involviert. Die nächste Expo soll in Konohana stattfinden, 2025. Und Konohana, das hatte ich ja eben auch schon mal erwähnt, ist ein sich fast dörflich anfühlender Stadtteil, relativ zentral in Osaka, in dem viele alte Leute leben, aber mittlerweile auch Künstlerinnen und Künstler, die in diesen billigen, oft leerstehenden Wohnungen untergekommen sind und ihre Studios haben. Wir haben 2019 in der Tradition des das Handeln einschließende sozialen Plastik bei uns einige Freunde und Anwohner eingeladen in unser Studio und denen so Fragen gestellt, was sie sich durch die Expo erhoffen. Also ob sie Ängste haben, wie sich der Stadtteil verändert, oder ob sie vielleicht auch Hoffnungen haben, ob das gut sein kann für ihren Stadtteil. Das waren dann 2 Künstler, eine Hostelbesitzerin, die Betreiberin eines Kimono-Verleihs, der Inhaber eines Drogeriemarkts, ein Koch und so Leute aus dem engeren Freundes- und Bekanntenkreises. Wir haben das Gespräch aufgezeichnet
und so bearbeitet, dass auch Japaner nicht genau verstehen, was gerade besprochen wird. Also wir hatten die Fragen auf Englisch gestellt, auf so Karten, und ein Freund von uns hat die dann auf Japanisch übersetzt und das Gespräch auch eigentlich auf Japanisch geführt. Das heißt, wir haben eigentlich nicht wirklich eine Ahnung, was gesprochen würde, aber da wir natürlich Vorgespräche hatten und mit vielen Leuten gesprochen haben, haben wir natürlich so eine ungefähre Idee. Jetzt rechts, also auf der rechten Seite seht ihr so ein Video, das ist etwas wackelig, das habe ich 2019 mit dem Fahrrad gemacht und bin da halt durch unsere Nachbarschaft gefahren, da wo wir immer gewohnt haben, wo Freunde wohnen. Und links ist jetzt so ein Google Street View Walk, den ich im April gemacht habe, weil es natürlich schon so Sehnsucht gibt oder so das Gefühl von uns, dass wir jetzt eigentlich längst mal wieder reisen sollten und endlich mal wieder da sein sollten. Ich habe zum Schluss habe ich noch so ein paar Sachen mitgebracht, über die wir gerade recherchieren. Das heißt, es gibt zwei Leute, die wir auch 2019 kennengelernt haben, Alice und Ayana, das sind die beiden oben links. Die haben einen YouTube-Blog, der heißt Curly in Kansai. Die leben seit Jahren in Osaka. Alice ist mit einem Japaner verheiratet. Die beiden sprechen fließend Japanisch und sind so in unserer Wahrnehmung aber schon sehr in dieser Expat-Community verbunden und konnten uns natürlich dann auch noch mal einen ganz anderen Einblick in Japan geben. Und jetzt aktuell hat Ayana, das ist sie rechts, mit anderen Proteste der Black Lives Matter-Bewegung organisiert. Und so wurde ihre Community zum ersten Mal relativ sichtbar. Und sie hat auch, also dieser Zeitungsausschnitt, den wir da sehen, ist von der Japan Times, einer englischsprachigen Zeitung, für die sie dann auch geschrieben hat. Und auf der rechten Seite sieht man die Facebook-Identität von CRAC, also von diesem Counter-Racist Action Collective, von dem ich ja eben schon erzählt hatte, die solidarisieren sich auf jeden Fall damit, die unterstützen das auch, die demonstrieren auch zusammen. Denen ist allerdings auch noch wichtig, dass jetzt nicht verloren geht, dass sie ja schon seit Jahren auch gegen Rassismus in Japan demonstrieren und dass halt bei den Demonstrationen bei Black Lives Matter vor allem so ein Rassismus als so ein auswärtiges Problem wahrgenommen wird. Und die Counter-Racist Action Collective arbeiten ja schon lange daran, den institutionalisierten Rassismus in Japan gegen Japaner mit koreanischen und chinesischen Wurzeln zu bekämpfen oder sichtbar zu machen, gegen die Flüchtlingspolitik der japanischen Regierung und langfristig halt Änderungen zu erzielen. Und zum Abschluss, damit ich nicht mit diesen Screenshots aufhöre, habe ich gedacht, bringe ich nochmal diese Fotos von Olivers J-Sub-Serie mit. Links ist das Bild, das Buch, die Publikation, die er gemacht hat. Rechts ist eins der Fotos, das 2005 erschienen ist. Das sind halt, es ist eine Arbeit, die besteht aus 60 Porträts von japanischen Punks, Rockabillys, Skatecore-Punks, Mods und so weiter. Und die Porträtierten folgen dabei tatsächlich nicht nur einem gerade angesagten Modetrend, sondern haben sich für ihre Interessen teilweise eine eigene Infrastruktur gebildet. Es gibt Friseure, Musiker, Betreiber von Plattenläden, Cafés, Bars und kleinen Konzerthäusern. Einige arbeiten als Bauarbeiter und Handwerker und sind immer etwas außerhalb der streng hierarchisch geprägten japanischen Gesellschaft. Und hier nochmal eine Ausstellungsansicht von allen Porträts, um so einen Eindruck mal zu bekommen von den Größenverhältnissen. Ja, das wäre es von mir. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Hat Spaß gemacht.